Genau an jenem zentralen Ort Berlins, an dem die Stadt im Jahr 1237 gegründet wurde, entsteht ein gemeinsames Haus für die drei monotheistischen Weltreligionen. Ein sakrales Gebäude für Christen, Muslime und Juden. Hinter dem Projekt House of One stehen die Kirchengemeinden St. Petri, St. Marien, das Abraham-Geiger-Kolleg und das Forum für interkulturellen Dialog, FID. Die Grundidee des Projekts sei es, in den Dialog zu treten und sich gegenseitig zu verstehen. Denn eine friedliche Zukunft könne nur gemeinsam aufgebaut werden, sagte Cebrail Terlemes, Geschäftsführer von FID. Man wird im engsten Raum zusammen sich kennenlernen können, im Alltag. Man wird auch Verschiedenheiten ausleben können. Man wird auch Verschiedenheiten austragen und auch aushalten lernen. Imam Kadir Sangchi, Rabbiner Tovia Ben Shorin und Pfarrer Gregor Hobein sollen das Bet- und Lehrhaus leiten. In liturgischen Gewändern stellten sie das Projekt Medienvertretern vor. Man braucht schon viel Gottvertrauen, aber ich bin sicher, hier entsteht das wundersamste Haus Berlins, betonte Pfarrer Hoberg. Wir wollen nicht den Glauben beiseite packen und dann ins Gespräch kommen, sondern wir wollen unseren Glauben pflegen. Der gibt uns Kraft. Wir wollen darin zu Hause sein und trotzdem den anderen besser kennenlernen und ihm Respekt zollen. Imam Kadir Sanchi ergänzte, dass sie mit dem Bau den gewaltfreien und offenen Dialog der Religionen und Kulturen fördern wollen. Die Menschen kommen zusammen, die Menschen rücken näher, aber die Religionen, sie werden ihre eigenen Räumlichkeiten haben. Die sakralen Räume, also die Gebetsräume, sie werden getrennt voneinander sein. Und das ist für uns sehr wichtig, dass wir unsere eigene Identität beibehalten und mit dieser Bewahrung der eigenen Identität, dass wir zusammenleben können. Und Rabbiner Tovia Ben Shorin bekräftigte, Unwissen sei meist die Basis für Ablehnung. Die Stadt, welche ein Ort für das Leiden der Juden war, wird nun zu einer Stadt der Interreligiosität. Ein gemeinsames Zentrum für die drei monotheistischen Religionen, die die europäische Kultur mitgeprägt haben, wird hier entstehen. Eine Synagoge, eine Kirche und eine Moschee. Und in der Mitte wird eine Räumlichkeit sein, wo wir uns austauschen und verstehen können. Wir glauben, die Religionen haben auch im 21. Jahrhundert eine Botschaft. Geplant wird das Projekt seit 5 Jahren. Ein internationaler Architektenwettbewerb wurde abgehalten. Der Entwurf des Architektenbüros Kühn-Malvezzi gewann den Wettbewerb. Wir wollen Gleichberechtigung, aber nicht Gleichheit, sagte Architekt Wilfried Kühn. Sie haben eine Moschee, eine Synagoge und eine Kirche in einem Haus. Das heißt für die Architektur, dass sie Differenz artikulieren muss und gleichzeitig ein Haus heißt auch, dass sie Gemeinsamkeit herstellen muss. Also es geht immer darum, in diesem Projekt eine Architektur des Gemeinsamen zu schaffen, die aber nicht vermischt. Für das Projekt werden Spendengelder in Höhe von 43,5 Millionen Euro benötigt. Im Rahmen einer international angelegten Kampagne ist jeder dazu aufgerufen, seinen eigenen Ziegelstein im Wert von 10 Euro für das House of One zu spenden. Den Anfang machte der prominente deutsche Schauspieler Wolfgang Barrow. Ich glaube, das wird sehr viel dazu beitragen, dass die Menschen mehr voneinander erfahren, dass die Menschen mehr über die unterschiedlichen Religionen erfahren können. Und das baut dann Vorurteile und Missverständnisse ab. Mit dem Bau soll im Frühjahr 2016 begonnen werden.